Try again. Ich bin einfach gerade daran gestorben. Das spricht aber eigentlich nicht für KFC-Essen. Okay, wir meditieren. Du lässt das Essen in deinem Mund ruhen und konzentrierst darauf und versuchst, jedes bisschen Geschmack daraus zu ziehen. Salz? Vielleicht. Pepper war... Ja. Ja, weil Pepper sind auf der einen Seite Paprika, aber auf der anderen Seite ist es doch auch... Geht's ja auch hier Chilischoten, ne? Ich glaube, damit kann auch beides gemeint sein. Oregano, Basilikum? Vielleicht, aber da ist noch etwas. Etwas Dunkles, etwas Würziges. Du gräbst dich tiefer. Noch tiefer, bis du es findest. Könntest. Er weiß es. Wie abenteuerlich, wie tapfer. Er weiß, wie man. Ich kann es nicht mal lesen. Ich habe zwar das Gefühl, da ist es weiß auf weiß. Man kann ganz schemenhaft irgendwas erkennen, aber. Aber das Spiel sagt uns nicht, was wir entdeckt haben. Du versuchst noch tiefer in den See des Geschmacks zu gehen, aber diese Enthüllung allein ist bereits mehr, als du verkraftest. Oh, sag jetzt nicht, dass wir schon wieder sterben. Du löst dich aus deiner Trance und erkennst, dass diese Information eigentlich ein Geheimnis bleiben sollte und jetzt weißt du es aber trotzdem. Der Mantel der Verantwortung liegt jetzt auf deinen Schultern. Was? Während du dich umsiehst, erkennst du, dass jeder im Raum von dem Mittagessen komplett eingenommen ist. Niemand hat gemerkt, dass du durch Raum und Zeit gereist bist. Was? Während, nachdem du dein Essen probiert hast, versuchst du etwas One-on-One-Time mit Colonel Sanders zu kriegen. Colonel Sanders sieht dich immer noch mit weichem Blick an, während du auf dich auf ihn zugehst. Er beendet, was er tut und erlaubt dir, die Stille zu durchbrechen. Kann ich mit dir reden, Senpai? Alles für einen anderen Koch. Boah, die Live-Übersetzung muss ich echt üben. Was genau war das auf dem Hühnchen? Oh, falsche Frage. Wie tapfer, dass du kommst und fragst. Es ist eine Idee für eine neue Kombination von Gewürzen, die mir ein Vermögen einbringen und mein Vermächtnis für alle Zeit etablieren wird, während ich eine Kette von sehr erfolgreichen gegrillten Hühnerrestaurants eröffnen werde. Keine große Sache. Es ist einfach so eine Origin-Story. Kann ich jetzt bei KFC essen gehen und die dann verklagen, wenn ich dadurch nicht durch Raum und Zeit reise? Aber ich meine, wir sind ja genau daraus gekommen. Du bist ja genau daraus gekommen, wo du gestartet bist. Du kannst ja nicht beweisen, dass du nicht ein paar Sekunden durch die Zeit gereist bist. Ich meine, Zeit ist ja relativ und so. Es sind ja nur du und ich, die hier reden. Ich kann ein Geheimnis bewahren. Ich glaube, ich habe ein paar eigene Geheimnisse, die ich bereit wäre zu tauschen. Was ist die Eile? Das Semester fängt doch gerade erst an. Wir haben noch ganze 2 weitere Tage, um einander kennenzulernen. Was ist das bitte für ein... Was? Wie nur 3 Tage? Definitiv nicht vor, es leicht auszugeben, aber es tut, schadet ja nicht, hartnäckig zu sein. Weißt du, was sie über Geheimnisse sagen, Colonel? Sollte Lernen nicht Spaß machen? Du hast nur mich, das muss ich zugeben. Du weißt aber schon, dass du gerade einen Crush auf einen Kapitalist hast, oder? Es ist, weißt du, es ist Anime-Kapitalist hier. Da darf man einen Crush haben. Kann es sein, dass sie in beide Richtungen und sich sehen, dass ihr völlig allein seid. Und dann beugt er sich zu dir. Du fühlst seinen warmen Atem, während er dir zuflüstert. Nur eine Zutat, aber du darfst das niemandem verraten. Ich benutze Weiß. Es ist etwas, was mir meine Urgroßmutter beigebracht hat. Weiß! Wow! Ich hätte das nie erraten. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wo ich es herbekäme, wenn ich es suchen würde. Ja, Weiß ist einfach perfekt. Und Weiß ist definitiv nicht das Gewürz, das du zuvor geschmeckt hast. Also bist du jetzt 2 Zutaten näher am vollen Rezept. Aber das erzählst du nicht Colonel Sanders. Weiß, und du setzt es auf ein Abkürzungszeichen. Was soll ich denn sonst sagen? Ich kann halt schlecht die Lehre hier synchronisieren.
Während du in dieser großen Enthüllung versinkst, merkst du, dass Colonel Sanders verschwunden ist. Während immer noch alle anderen immer noch in der Cafeteria sind, entscheidest du dich, nach ihm zu suchen. Oh, da bist du ja wieder. Howdy. Manchmal komme ich gerne raus und sehe mir die Schulgebäude an. Ich frage mich, wie meine Geschichte weitergehen wird, nachdem ich meinen Abschluss habe. Es klingt, als hättest du große Pläne. Du als Schwuler scheinst es zu mögen. Ach, ich glaube, das kann man auch als Hetero mögen. Hier gibt es, glaube ich, genug für alle Geschlechter und alle Orientierungen. Aber wenn ich so ein Spiel schon spiele, dann will ich halt auch die Hauptfigur hier romancen. Beziehungsweise habe ich auch noch niemanden gesehen, der annähernd rankommt. Ich werde eine Spur auf dieser Welt hinterlassen. Darauf kannst du wetten. Das erste Mal richtig allein. Vielleicht findest du, dass jetzt der perfekte Moment ist, um deine Persönlichkeit zu zeigen. Ich wollte nur sagen, dass ich dein Essen wirklich toll fand. Jetzt hast du seine Aufmerksamkeit. Der Geschmack war komplex, aber beruhigend. Das Zwischenspiel zwischen Salz und herzhaft und peppery? Was? Es war perfekt. Ich schätze das Kompliment, Spinny. Ich finde es einfach toll, wie mein Name die ganze Zeit groß geschrieben wird. Aber ich hatte gar nicht die Wahl. Ich musste es ja in All Caps eintippen. Salzig war es auch noch. Creative. Nicht vor den Kindern. Ich weiß, dass wir uns erst heute kennengelernt haben, aber ich fange an, das gleiche Gefühl über dich zu haben. Oh. Wir sollten wieder reingehen. Die nächste Stunde fängt gleich an. Du betrittst die riesige Kocharena, während der Nachmittagsunterricht stattfinden wird. Jeder Schüler kriegt einen Ofen und alle Werkzeuge und Zutaten, die sie brauchen könnten. Oh, Miriam, ich hab dich schon fast vergessen. Oh nein, ich muss zeigen, was ich kann, was wenn ich total verkacke. Oh, da ist wieder unser Best Boy. Heute mit Partnern. Oh nein. Natürlich sieht Miriam zu dir, aber du kannst dich nicht kontrollieren und klammerst dich an Colonel Sanders. Oh nein, ich glaube, das wird sie nicht gut finden. Hey Colonel, wir sind diese Stunde gerne als Team, als Zweierteam, du und ich, du, ich und du, falls das nicht klar war, ne? Willst du mein Partner sein? Oh. Ohne dich als Partner ist Miriam schnell ganz allein. Zwei verschiedene Schüler. Lass mich raten, Pop und der andere Typ. Pop und Clank, okay. Ach stimmt, ihn hatte ich ja schon ganz vergessen. Hallo, neuer Partner. Zwei potenzielle Partner. Es tut mir so leid, Gentleman, aber ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Scheint, als müsstest du... Aber wenigstens kriegt sie auch jemanden. Das ist schon mal nett. Also es wäre sonst ein bisschen uncool, wenn man für die Hälfte der Leute einfach seine beste Freundin vor den Bus schmeißen muss. Ich würde ja zu Pop tendieren. Ich meine, Clank sieht auch interessant aus, aber irgendwie... Sie hat ja schon Interesse an ihm gezeigt. Ich nehme Pop. Sorry, Clank, aber ich glaube, Miriam wird heute mit Pop arbeiten. Oh, und jetzt ist er traurig. Jetzt müssen wir ihn auch noch irgendwie verkuppeln. Weil sonst gibt das kein Happy End hier. Oh, Pop ist total happy jetzt. Ich bin ein Koch. Er hält eine Banane hoch und isst sie, ohne sie zu schälen. Was? Also ich weiß, dass es Leute gibt, die Bananen mit Schale essen, aber what? Wobei es ja anscheinend auch so ist, dass Deutsche als Einzige die Banane falschrum öffnen. Weil man sie eigentlich unten, wo die meisten Deutschen sie aufmachen, eigentlich festhält und dann oben... Also auf der anderen Seite aufmacht. Aber die Leute denken halt, Stängel kann man dran greifen und ne, dann umknicken. Es sieht komisch aus, aber Miriam ist zu nett, um angeekelt zu sein. Ich esse Bananen nicht nur ohne Schale. Gut, es kann halt nicht jeder Bananen mögen. Ich mag deinen Enthusiasmus, Pop. Ja, bitte, küsst euch endlich. Sie sieht dich an mit so einem Blick nach dem Motto, ernsthaft, der? Aber es ist zu spät, um dich jetzt oben zu entscheiden. Komm, hast du es nicht vorhin noch gesagt, du findest ihn süß? Du kennst deine inneren Werte doch noch gar nicht.
ein einfaches Gericht auswählen und die und Schritte aufteilen. Kein Koch ist eine Insel. Du brauchst zwei Feuersteine, um ein Feuer zu machen. Du verstehst. Ja, ich verstehe. Was schlagen wir vor? Steak Tartar? Fancy, man muss es nicht mal kochen. Ich glaube, das ist nicht so sein Ding. Oktopus. Nein, ich glaube, wir nehmen hier. Wir nehmen das Rezept unserer Großmutter, weil er hat ja auch etwas von seiner Großmutter übernommen. Das ist bestimmt das, was er hören will. Ich war schon mal etwas von einem Zuhause-Koch. Ich dachte, wir könnten etwas Warmes, Einladendes und Beruhigendes machen. Scheint, als würden die Sachen hier ziemlich frisch werden. Hat da jemand einen Crush auf Colonel Sanders? Was willst du bitte? Wir sind nur Kochpartner. Hau ab und mach deinen eigenen Scheiß. Oh, sie macht sich auch an ihn ran. Das geht gar nicht. Das gibt Kloppe. Sanders Herz ist mein Business und du hältst besser deine Finger von meinem Mann fern. Oh. Oh, sag jetzt nicht ihr auch noch. Oh, warte, das gibt jetzt Stress zwischen den beiden. Oh nein, während ich hier drüben bin und Spinnys Träume zerschlage, sollst du da drüben eigentlich unsere Klassenarbeit erledigen. Das war der Deal, oder? Colonel Sanders kommt zurück mit Armen voller geschälter Kartoffeln. Er schmeißt das kochende Wasser und überlässt seine Aufmerksamkeit dir und deinen alten Freunden zu. Oh, dramatische Musik. Er geht jetzt voll ab, oder? Ich habe keine Zweifel an Colonel Sanders Fähigkeit, etwas Bewundernswertes zu erschaffen. Aber Colonel, wenn du mich fragst, bin ich vielleicht ein besserer Partner für dich als dieses Ding, das dich an deiner Station... Girl? Wann kriege ich die Option, die Fresse zu polieren? Spiel? Ich warte. Findest du nicht auch tief im Inneren, dass wir sich ergänzende Schatten werfen? Wir passen zusammen. Es passt einfach. Nichts hieran ergibt Sinn, aber eins ist klar. Sie macht sich an den Colonel ran, wenn du nicht aufpasst. Du hast mal von seinem Background. Turn to Colonel Sanders. Hunk of Hunks in your time of need. Oder ich glaube, Miriam haben wir schon ein bisschen zu sehr geprellt. Ich glaube, darauf können wir uns nicht verlassen. Ich bin hier, um zu lernen und mich über meine Kochkünste auszudrücken, nicht um mit Primadonnas zu streiten. Meine Sprüche darf ich nicht von den Kindern bringen. Ich will Gewalt. Kinder sind Gewalt gewohnt, okay? Oh, es ist perfekt geworden. Oma wäre stolz. Kann es sein, das hält hier einen Göffel hin. Ja, ist ja ein Göffel im Deutschen. Du streckst deine Hand aus und schnappst dir den Göffel, aber er lässt nicht sofort los. Ihr beide steht da und haltet den gleichen Göffel. Und für diesen kleinen Moment hört der gesamte Wahnsinn und der ganze Druck in dieser verrückten Welt auf. Oh je. Eure Blicke treffen sich. Dieser Moment ist elektrisch. Die Zeit steht still. Wenn du etwas liebst, dann lass es los. Zusammen stoßt ihr das Besteck in die gestampften Kartoffeln und hebt einen ganzen Göffel voll hoch. Während ihr Ashley mit einem finsteren Blick seht. Du weißt, dass sie gegen euch, dass sie etwas plant, um mit Colonel Sanders, Und dann voller Wut und ohne nachzudenken. Wir schmeißen ihr das Zeug einfach direkt ins Gesicht. Oh. Aber sie hätten es doch hier drauf malen sollen. Er nimmt sich einen Finger voll und dann probiert die tropfenden, gestampften Kartoffeln und die Bratensauce und erkennt, dass es wundervoll schmeckt. Erschreckt von dieser Enthüllung
zieht er sich zurück. Wird er hier in der Lage sein, etwas zu kochen, was so viel Liebe und Integrität enthält? Oh. Oh, jetzt ist Sprinkles angepisst. Wir verschwenden hier kein Essen. Colonel Sanders, ich erwarte mehr von dir. Wenn du noch einmal etwas wirst, seid ihr besser bereit, das von da zu essen, wo es landet. Das ist konsequent. Kann ich Kartoffeln im Gesicht haben? Was? Seht meine Spezialität. Gebratener Tentakel eines Oktopus mit seidiger Salzwassersoße. Was? Serviert auf einer Kampfaxt, die von meinen Vorfahren geschmiedet wurde. Er geht einfach voll ab. Du hast mich viel zu lange ignoriert. Das endet jetzt. Ich werde den ersten Bissen haben und ihr werdet alle mit Neid zusehen. Was? Warte, jetzt ist er dabei. Es ging gar nicht um ihn, es ist er noch dabei. Der rechnende Student stürzt sich auf Wanwan. Was? Das eskaliert aber gerade sehr. Irgendwas ist an diesem Gericht stimmt nicht. Das Oktopus könnte vielleicht zu schnell gewesen sein und deshalb könnte es giftig geworden sein. Ja, da meint ihr unbedingt jemand wieder mit giftigen Zutaten arbeiten zu müssen, ne? Ich sag nur Kugelfisch. Ich fühle mich nicht so gut, sag jetzt nicht, er stirbt. Was? Was? Es hat ihn einfach getötet. Als du wieder auf den Teller siehst du, dass der Rest weg ist. Die Spitze des Tentakels wird gerade von Pops Mund aufgesaugt. Was? Ihn interessiert es einfach nicht. Schmeckt wie Gift. Er ist einfach immun gegen Gift. Das erklärt so einiges. Ich bin etwas verwirrt von der ganzen Geschichte hier mit dem komischen Studenten und seinem Blödsinn. Und kann sein, das kommt zu mir. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Bitte, lass mich dich nach Hause begleiten. Oh, Senpai. Senpai begleitet uns nach Hause. Red Alert. Colonel Sanders steht im Neonlicht und spricht sanft mit dir. Diese gestampften Kartoffeln, die du heute gemacht hast, bevor du weitersprichst, will ich nur wissen, dass sie sind keine tolle Repräsentation meiner Fähigkeiten. Ich wusste nicht mehr, dass ich sie überhaupt mache. Sie waren großartig. Als ich sie probiert habe, hat es mich daran... Aber wir haben sie nicht probiert. Wir haben sie der einen Troller ins Gesicht geschmissen. Es hat mich daran erinnert, wieso ich so eine Leidenschaft fürs Kochen entwickelt habe. Colonel Sanders, das muss schlucken. Das Kochen ist offensichtlich sehr wichtig für ihn. Und auf eine Art und Weise, die du inspirierend findest. Jetzt könnte der perfekte Zeitpunkt sein, um ihm zu sagen, dass du Gefühle für ihn entwickelst. Das ist das, was ich dir sagen muss. Oh nein. Fuck off. Sind diese Haare eigentlich eine Jojo-Referenz? Ich habe die Serie leider nicht gesehen. Ist das eine Jojo-Referenz? Ist das, was ich dir zuerst sagen muss? Oh nein. Weißt du, als ich ein kleiner Junge war, hatte ich einen Traum, dass ich eines Tages der größte Koch der ganzen Welt sein werde. Und jeden Tag habe ich seitdem hart daran gearbeitet, mir diesen Traum zu verwirklichen. Wir sollten alle unseren Träumen von unserem ganzen Herzen aus folgen, damit unsere Seelen ihnen die Wünsche erfüllen können. Sie erfüllen können, wie eine Sternschnuppe Wünsche erfüllt. Sieht schon. Ja, ich wollte schon sagen, er sieht schon Jojo-mäßig aus und jetzt kriegt er hier die Saiyajin-Haare. Vergessen wir gerade, dass deine Kochkünste jemanden getötet haben? Das haben anscheinend alle vergessen. Du kannst das nicht beweisen. Ich hab's auch gesehen. Was war sein Name? Irgendwo in der Ferne hörst du ein langes, trauriges Seufzen. Ja. Vergiss ihn, wir haben über mich geredet. Ich bin der Held. Das Göffelmonster. Hier um einen Held. Was? Was? Kommt jetzt der große Anime-Bosskampf, der geteasert wurde? Okay, ich dachte schon, er hätte sich jetzt verwandelt. Ich glaube, ich habe die Kühlschranktür offen gelassen. Wie wagst du es, mich zu bedrohen, als ich gerade dabei war, mit einem anderen Koch auf einer emotionalen Ebene? Aber bevor ihr weiter über die Syntax sprechen könnt, kommt eine rundenbasierte Kampfsequenz. Oh je. Angreifen oder verteidigen? Chat, was sagt ihr? Angreifen oder verteidigen?
Scheint es dich anzugreifen. Welchen Angriff wirst du einsetzen? Kochen mit Liebe. Es macht einen Schaden. Mach den weg, den Kartoffelbrei. Der Angriff hat Sporkmonster wirklich wütend gemacht. Oh nein. Heiße Soße. Du nimmst einen Schaden. Oh, oh, er rettet uns. Ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, was wir nehmen. Körnissen, das beschwört die Energie von 1000 Hühnern. What? Jetzt wird er voll Anime hier. Er ist einfach voll overleveled. 10 Damage. Du hast mich gerettet, Senpai. Gnade oder... Boah, wir müssen ihn verschonen, oder? Wir müssen ihn verschonen, oder? Damit er uns mag. Der beschwört die starken Zelda-Hühner. Ich glaube, wir müssen das Spork-Monster verschonen. Es muss Liebe kennenlernen. Ich wollte schon sagen, bei Undertale funktioniert das auch. Du schaffst es, deinen Ekel zu unterdrücken und lang genug, um zu erkennen, dass das auch immer noch ein Lebewesen mit einer reinen Seele hat, das unser Mitleid und nicht unseren Zorn verdient. Ein spezielles Item. Im ersten Moment scheint es ein Kochbuch zu sein, aber bei näherer Betrachtung ist es so viel mehr. Es ist ein Buch mit Zaubersprüchen mit einem goldenen Huhn auf dem Cover. Was? Du öffnest den Einband und findest eine Bibliothekskarte im Inneren. Der letzte Name, der es ausgeliehen hat, ist Borko. Der Name scheint vertraut. Was? Dein Blut kocht, während du in der ruhigen Nacht stehst und dieses mysteriöse Buch in deiner Hand hältst. Fällt uns darum, beginnt schwarz zu werden, da wir so müde sind. Das Bild von Colonel Sanders erscheint in deinen Augen, bevor du einschläfst. Oh. Er muss dich nach Hause gebracht haben. In deinem müden Zustand weiß ich nicht, ob du es ohne ihn geschafft hättest. Was für ein Typ. War das vorher schon da? Du willst ihm danken, aber du hast nicht die Kraft, um ein einziges Wort zu sagen. Du spürst, wie du zugedeckt wirst. Gute Nacht, mein Colonel. Oh, Senpai hat uns gerettet und nach Hause gebracht. In deinem Traum bist du zusammen mit Colonel Sanders. Aus irgendeinem Grund ist Trinkets auch da und gibt euch Anweisungen. Träume sind so seltsam. Sagt, dass... KFC Anime Dating Simulationsspiel. Also so viel zum Thema, das soll nur eine Stunde dauern. Anscheinend, wenn man durch den gesamten Dialog durchskippt. Tag 2. Oh je, ich glaube, das ist eine 3-Tages-Geschichte, oder? Liegst im Bett und starrst an die Decke. Denkst an das Geheimnis, das du gestern entdeckt hast. Du kannst wirklich nicht glauben, dass er Weiß benutzt hat. Und dann ist das die Geheimniszutat, die Sanders direkt verraten hat. Kein großes Geheimnis, oder? Vielleicht, weil er dir einfach schon so sehr vertraut. Es klappt. Aber ich habe das Gefühl, wir verkacken uns jetzt gerade mit unserer besten Freundin. Du triffst dich mit deinem Bestie vor der Schule. Ich meine, erster Tag und es ist nur ein Schüler gestorben. Bevor du ihr von deiner Begegnung mit dem Sporkmonster erzählen kannst, erzählst du dir eine ganz eigene Geschichte. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich mag Pop. Siehste, ich wusste doch, dass ich die beiden verkuppeln muss. Du magst ihn, also im Sinne von mögen? Ich weiß, es klingt, als würde es viel zu schnell gehen, aber es ist irgendwas an ihm. Ich mag ihn. Wir haben uns nach der Schule unterhalten. Der ist eigentlich total süß und auch total schlau. Bezweifle ich, daubt. Er hat mir all diese Geschichten über Colonel Sanders erzählt. Wusstest du, dass Colonel Sanders sich für die Armee gemeldet hat, als er nur 3 Jahre alt war? Nicht nur das, er hat auch eine ganz eigene Gruppe Supersoldaten gegründet, die alle den gleichen Hut tragen, nur weil er selber mal einen Hut angezogen hat und dachte, es sieht cool aus. Wären das hier gerade Colonel Sanders-Witze? Oh nein. Ich habe nur die Wahl zu sagen oder ihn eine falsche Zutat zu nennen. Ich kann ihn nicht sagen, nein, sage ich nicht.
Ich habe das Gefühl, wenn ich eine falsche Zutat nenne, passiert wieder irgendwas Schlimmes. Weil sie es dann ausprobieren wird. Und dann stirbt bestimmt wieder jemand. Wetten, sie vergiftet Pop. Wobei, Pop, haben wir ja schon festgestellt, ist immun gegen Gift. Das funktioniert, das ist okay. Wir haben sie mit Pop verkuppelt. Ihm passiert nichts. Es kann nicht sein, dass der kommt auf einem Pferd zur Schule. Zu ihm hinrennen oder seine majestätische Glorie begutachten? Was machen wir, Chat? Beides klingt sehr verlockend. Ich glaube, wir müssen zu ihm rennen, oder? Vor allem, sonst macht nämlich uns gleich Miriam wahrscheinlich fertig, weil wir sie angelogen haben. Das ist die beste Art, um Miriam zu zeigen, wie ernst du und Colonel Sanders es meinen würdest, wäre es, zu ihm zu laufen. Er wird dich sicher auf den Rücken seines Rosses heben und dann werdet ihr zusammen fortreiten. Oh nein, das wird so nicht laufen. Oh Gott. Aber deine plötzliche Bewegung überrascht das Pferd und es bäumt sich auf und tritt dir ins Gesicht. Oh nein, wir sind tot, oder? Die Kraft des Trittes lässt uns ohnmächtig werden. In Nukleid siehst du eine Vision. Der Geist des Schülers. Spinny, ich bin hier, um dir eine Nachricht zu bringen. Dies sind die Ketten, die ich im Leben schmiedete, Spinny. Du wirst von drei Geistern besucht werden. Der Geist des vergangenen KFC, der Geist des jetzigen KFC und der Geist des zukünftigen KFC. Es ist wichtig, dass du dir das hier merkst, genau wie ich es dir jetzt sage. Wenn du es vergisst, könnte die Welt enden. Also, es ist ernst. Ich wurde in einem fernen Reich eingeschlossen, aber eine große Prophezeiung fällt sich auf meine Rückkehr. Nur du kannst mich retten. Ich bin zurück, was habe ich verpasst? Wir wurden von einem Pferd ausgenockt und haben deshalb jetzt eine Vision von unserem toten Mitschüler. Nur du kannst mich retten. Du musst nur meinen Namen dreimal wiederholen. Oh nein. Nein, nein, nein. Und dieser Name ist... Wir erfahren einfach nie seinen Namen. Ich würde schon sagen, machen wir jetzt hier einen auf Bloody Mary. Du bist plötzlich wach. Wach auf und siehst, dass Colonel Sanders sich um dich kümmert. Er hat sich mit einer Tasche voller geheimer Gewürze wieder ins Leben geholt. Oder ist das einfach nur sein natürlicher Männergeruch? Oh, sollen wir es riskieren, ihn zu küssen? Oder sollen wir die Anfertigung seiner Hufe von seinem Pferd loben? Ich meine, er mag auch den Humor, oder? Oh, ich bin nicht sicher, was wir nehmen sollen. Ich kann mich nicht entscheiden. Chat, ihr müsst mir helfen. Vertrau auf deinem Herzen, Spinny. Ich kann meinem Herzen gerade nicht vertrauen. Ich habe das Gefühl, beides könnte funktionieren. Aber ich glaube, wir dürfen es nur nicht... Du kennst ihn seit einem Tag, bist du sicher? Du bist wirklich... Du legst deinen Arm um Colonel Sanders Hals und ziehst ihn auf einen Kuss zu dir. Aber er dreht sein Gesicht und du küsst ganz komisch sein Ohr. Du kannst fühlen, wie er zittert. Es war zu früh. Du hast seine Freundlichkeit für Liebe gehalten. Deine Seele krabbelt nach innen und du stirbst sofort an Verlegenheit. Okay, wenigstens macht das Spiel hier direkt einen auf, das müssen wir gar nicht weiterführen. Try again!